Servus Leute und schön, dass ihr reingeklickt habt. Es gibt Neuigkeiten zu Gran Turismo 7, denn wir bekommen nächste Woche wohl ein neues Update. Und man könnte sagen, ach ja, ein neues Update, was soll da schon kommen? Aber Vorsicht, ich glaube, dieses Mal könnten wir vielleicht endlich mal wieder auch so richtig positiv überrascht werden. Denn selbst Kazunori Yamauchi spricht von einem großen Update in der nächsten Woche. Und das tut er auf seine berühmt-berüchtigte Art und Weise, indem er auf X ein Silhouettenfoto postet und wir haben nicht die üblichen 3 oder 4, nein, noch nicht mal 5 Autos, die wir auch schon mal gesehen haben. Es gibt 7 neue Fahrzeuge im nächsten Update. Was für weitere Inhalte wir bekommen, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar. Auch das sollte jedem eigentlich klar sein, der das Spiel schon eine Weile zockt. Diese Ankündigung des Updates beinhalten eigentlich immer nur die Fahrzeuge. Das heißt, ob es neue Strecken gibt oder ob oder wie viele neue Events dazu kommen oder ob irgendwas ganz Neues irgendwie hinzugefügt wird, das wissen wir einfach noch nicht. Wir wissen bisher nur, 7 neue Fahrzeuge sind bestätigt. Und ich habe versucht, mir anzuschauen, was sind das für Fahrzeuge. Und auch da sage ich gerne, wer mich kennt, der weiß es schon, ich bin nicht der große Fachmann im Erkennen der Fahrzeuge. Ich kann oftmals nicht genau unterscheiden, welche Version eines Fahrzeugs das dann sein würde. Dafür nehme ich mir dann auch ganz gerne GT Planet zu Hilfe. Die Fachleute wissen da immer ganz gut Bescheid. Aber ich bin diesmal schneller als GT Planet. Zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme gab es nämlich noch keine Informationen auf der Seite. Also musste ich ein bisschen gucken, was klingt plausibel, was sind das wohl für Fahrzeuge. Und ein paar Informationen habe ich, weil natürlich auch schon direkt bei dem Kommentar auf X, also bei dem Posting, die Leute schon wild spekulieren und das eine oder andere klingt äußerst plausibel. Zum Beispiel habe ich nämlich diesen Kommentar hier entdeckt. Der klingt für mich sehr plausibel, weil das auf diese Art und Weise auch sehr viele prognostizieren und ich lese das gerne mal vor, was man hier erwarten könnte. Ziemlich sicher ist es wohl, dass wir den Lexus LFA von 2010 erhalten werden und das dürfte auf jeden Fall eine Hausnummer sein, weil darauf freuen sich ja sehr viele schon sehr lange und ich würde fast geneigt sein zu sagen, viele fordern das schon sehr lange und dieser Wunsch wird offenbar endlich erfüllt. Dann bekommen wir ein neues GT3 Fahrzeug oder wie es bei Gran Turismo dann heißt, Gruppe 3, und zwar wird das wohl ein Porsche sein. Da sind sich die Leute noch nicht ganz sicher, aber es könnte zum Beispiel der 992 GT3 RS sein. Dann erwartet uns noch ein R33 Nismo 400R, das ist ziemlich sicher, der sieht auch ziemlich nice aus, muss ich sagen, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Dann gibt es offenbar einen neuen Mercedes-Benz und zwar den 190e Evo 2, auch eine richtig feine Sache, auch darauf haben sich schon viele Leute lange gefreut. Dazu gibt es offenbar ein Tesla Model 3, es wird ein Dodge Challenger SRT Demon geben und noch den Dodge Charger, vermeintlich von 1969. Klingt, wie gesagt, alles richtig spannend und richtig gut. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf den Lexus. Ich bin sehr gespannt auf den R33 Nismo. Und ich bin tatsächlich auch sehr gespannt, wie eventuell sich so ein 190e von Mercedes fährt. Wie gut der im Spiel jetzt eingebaut ist und was man mit dem so reißen kann. Also das könnte eine richtig feine Sache sein. Und von daher bis hierhin, ja, klingt interessant. Bleibt eigentlich nur noch die Frage, wann kommt dieses Update? Und das wissen wir halt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht safe. Es hieß nächste Woche, das heißt irgendwas zwischen Montag und Freitag. Ich weiß nicht, wie sehr Polyphony Digital hier auch auf internationale oder deutsche, in dem Fall Feiertage, achtet. Ich würde einfach davon ausgehen, das Update erscheint an einem Donnerstag, weil das eigentlich immer der Fall ist. Würde in dem Fall auch bedeuten, es gibt in diesem Monat kein Update mehr, sondern eben erst im November. Und zwar nach der Logik wäre es dann vermutlich der 2. November. Wir werden es ein, zwei Tage vorher vermutlich auch wieder erfahren im Spiel oder eben auf der offiziellen Webseite granturismo.com, denn da gibt es in der Regel dann auch die Ankündigung der Serverwartung und wenn die abgeschlossen ist, gibt es eben das neue Update. Wann auch immer das Update kommt, ich werde es mir natürlich runterladen, ich werde es natürlich testen, werde mir die neuen Fahrzeuge zulegen, vorausgesetzt, die werden nicht unbezahlbar sein. Ich hoffe einfach mal, dass ich mir alle leisten kann. Ein bisschen Geld habe ich noch über. Und dann werde ich mit jedem der Fahrzeuge mal eine Runde drehen und euch dann einfach mal wissen lassen, wie gut mir die Fahrzeuge gefallen. Bis hierhin bedanke ich mich aber erstmal für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald.